Marius Probst, es stand hier zwar schon jemand, der auch Gold und Silber gewonnen hat, aber ich glaube, du hast die meisten Kilometer an diesem Wochenende gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel über 800 Meter jetzt erst. Ja, vielen Dank. Wieso hast du dich dazu entschieden, 800 und 3000 zu laufen? Weil das ist ja auch so eine unterschiedliche Disziplin. Das eine ist Langstrecke, das andere ist Mittelstrecke. Ja, wir hatten im Vorfeld der Hallensaison eigentlich schon mit den 1500 Meter geliebäugelt und eigentlich sind die 1500 Meter auch meine stärkste Strecke. Jedoch haben wir jetzt gesagt, warum nicht in Doppelstadt, warum nicht in der Halle was probieren? Und wie gesagt, ich habe mir schon vorgenommen, 2 Medaillen zu holen. Dass am Ende Gold und Silber geworden ist, hätte ich nicht unbedingt gedacht, aber wie gesagt, ich gehe schon an den Start. Ich wusste am Ende, dass ich wahrscheinlich 2 Medaillen holen werde und deswegen habe ich das dann auch gemacht. Die Mitte von 800 und 3000 ist ja quasi auch 1500. Jetzt hat Marc Reuter relativ kurzfristig ja seinen Start zurückgezogen. Wie traurig oder auch erleichtert warst du darüber? Ja, schon eigentlich traurig, weil ich meine, je mehr Konkurrenz da ist, desto schöner ist es auch für die Zuschauer oder für das Publikum. Natürlich bin ich happy, weil so war ein Konkurrent weniger da, aber ich hätte mich schon gefreut, wenn Marc dabei gewesen wäre. Ist deine Hallensaison jetzt erstmal vorbei oder machst du noch irgendwie weiter? Ich weiß gar nicht, Hallen-EM, ist das eine Option? Ja, also die Normen wurden leider Gottes sehr stark verschärft und deswegen über das Punkte-Ranking habe ich draußen zu wenig Wettkämpfe gemacht. Ja, deswegen kommt die Hallen-EM dann für mich nicht in Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob sie stattfindet in Istanbul, leider Gottes. Aber wie gesagt, nächste Woche bin ich nochmal hier, laufen wir dreimal 1000 Meter mit meinen beiden Jungs. Und ich hoffe, dann kommen wir nochmal zum Siegerinterview. Ja, Staffel ist ja auch immer was richtig Schönes. Nochmal auch für die Langstrecken- oder Mittelstreckenläufer. Und dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg für den Sommer, dann wieder auf den 1500. Dankeschön.